Donnerstag wird ein richtig heißer Tag, aber es wird wohl auch der heißeste Tag bis nächstes Jahr im Sommer, denn so heiß wie am Donnerstag wird es wahrscheinlich in Deutschland nicht mehr werden. Am heißesten ist es im Osten, sehen wir hier auch ganz gut. Hier steigen die Werte auf bis zu 36 Grad. So, deutschlandweit wird es wahrscheinlich nicht mehr heißer. Das heißt nicht, dass es lokal nochmal heißer werden kann, insbesondere hier im Süden, wenn man hinguckt, München 27 Grad, das kann schon nochmal höher gehen. Aber wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir, für ganz Deutschland gesehen wird es wohl der heißeste Tag werden für den Rest des Jahres bis zum Sommer 2025. Also das heißt auch nicht, dass der Sommer jetzt vorbei ist. Nein, da kommt ja auch noch was und so weiter. Aber wie gesagt, so heiß wie am Donnerstag wird es wohl nicht mehr werden. Wenn es schon so heiß ist, was ist dann mit Unwettern? Was ist mit Gewittern? Ja, tatsächlich gibt es eine gewisse Gewittergefahr im Westen und im Nordwesten. Hier können sich einzelne Gewitter bilden über den Bergen und die können dann auch unwetterartig ausfallen. Aber das sind wirklich nur einzelne Gewitter. Also eigentlich haben wir Glück. Es ist ein richtiger, hochsommerlicher, sogar sehr heißer Tag, den wir jetzt hier am Donnerstag vor uns haben. Ja, und die Gewitter lassen erstmal ein bisschen auf sich warten. Die kommen Anfang nächster Woche. Also wir haben noch einen richtigen Hochsommertag vor uns und es wird, wie gesagt, der heißeste bis ins nächste Jahr. Die besten Feuersang für Ihren Ort finden Sie auf weiter.com.